Mein Name ist Thomas Sablotny. Ich bin seit 2000 hier in der Firma PIK beschäftigt, war bis 2014 als Projektleiter tätig und bin seitdem technischer Leiter hier im Unternehmen. Zu meinen Aufgaben gehört die komplette Koordinierung der Technik. Das heißt, die Projektleiter, die Techniker, Programmierer müssen alle in irgendeiner Form koordiniert werden. Das heißt, wir verteilen die Aufgaben, die jeder hat, um so die Projekte optimal zu arbeiten. Bilder bin ich theoretisch schon seit 1994, da ich damals an der Handwerkskammer meinen Elektromeister gemacht habe. Damit darf man automatisch auch Auszubildende leiten. Hier in dem Unternehmen bin ich jetzt seit 2000. Die Firma PIK versteht sich ja als Systemhaus für professionelle Medientechnik. Das heißt, der Kunde bekommt von uns nicht nur eine Kiste vor die Tür gestellt mit irgendwelchen Geräten und kann sich dann überlegen, was er damit macht, sondern wir bieten schon ein rundum Sorglospaket. Das heißt, wir planen seine Anlage, verlegen die Kabel, installieren die Geräte, programmieren die Anlagen und übergeben dem Kunden dann eine voll funktionsfähige Anlage, mit der er sofort arbeiten kann. Wichtig ist, dass man große technisches Interesse hat, dass sich die Medientechnik ja immer wieder weiterentwickelt. Selber sollte man auch den Anspruch haben, sich ständig mitzuentwickeln. Man muss Verantwortung übernehmen können für seine Leistung und wir brauchen Leute mit Teamgeist. Denn in einer Firma mit dieser Größenordnung müssen halt doch wirklich alle so ein bisschen Hand in Hand arbeiten. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Über Geld sprechen wir nicht so gerne. Wir haben uns aber dem Markt angepasst und bewegen uns so im Durchschnitt. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich hier weiterzuentwickeln. Also erstmal im Unternehmen. Wir beobachten während der Ausbildung, welche Stärken der Einzelne hat, um diese dann entsprechend zu fördern. Wenn man zum Beispiel einen Auszubildenden haben, der sich stark für Programmierung interessiert, versuchen wir ihn auch so ein bisschen in diese Richtung zu lenken. Oder wenn jemand besondere handwerkliche Fähigkeiten hat, dann setzen wir ihn gerne in eine Installation ein. Generell sind hier alle Möglichkeiten für jeden offen. Also man kann in die Programmierung gehen, in die Installation, in den Service. Also wir haben ganz viele Möglichkeiten hier in dem Unternehmen. Man kann hier wirklich alles werden in diesem Unternehmen. Ich selber bin auch als Quereinsteiger hierher gekommen. Es ist, wie gesagt, alles möglich. Wir haben sämtliche Abteilungen, in denen man tätig sein kann, bis hin zum Projektleiter. Ist für jeden die Möglichkeit, sich hier zu arbeiten. Spaß an diesem Beruf macht natürlich, dass man ständig mit der neuesten Medientechnik konfrontiert wird, sich ständig weiterentwickeln kann. Und was immer wieder schön ist, wenn wir einen Kunden haben, der sich darüber freut, dass wir ihm eine wunderbare medientechnische Anlage zur Verfügung stellen konnten, die auch vernünftig arbeitet.